Ja, hallo Leute. Wie man vielleicht an den Bildern schon so ein bisschen sieht, hat die Firma Otter, die geben im Moment richtig Gas, ein neues Spielzeug auf den Markt gebracht, was ich klasse finde. Ich habe ja, wenn einige kennen, ja, mein großes Multi, das hat auch ein bisschen Gewicht. Das ist so eins, ja, mein German Taschenmesser, mein German Victorinox oder wie man das sagt. Und ja, ich habe gedacht, ich spinne. Das war eigentlich immer genau das, was irgendwo, finde ich, noch ein bisschen gefehlt hat. Jetzt gibt es das Mercator Multi Mini. Und das ist eine richtig, ja, geile Geschichte. Das gibt es, ja. Kann auch einige Wochen dauern, bis das auf den Markt kommt offiziell. Ich habe jetzt hier schon, ja, so eine Art Prototyp, wobei sich da, denke ich mal, nicht viel ändern wird, weil das Ding ist einfach genial. Und hier sieht man so ein bisschen den, ja, den Größenvergleich. Also ein gutes Drittel kleiner, um einiges schmaler. Also das wäre dann auch was, was man etwas unauffälliger im Hosensack tragen kann oder vielleicht eventuell für einen Schlüsselbund. Wer da Lust drauf hat. Das ist ja mein, ich sag immer, mein Bulldozer. Und jetzt haben wir hier so eine kleine Edel-Version, so eine Mini-Version. Fangen wir einfach mal an. Hat Korkenzieher, einen kleinen. Dann haben wir hier, fangen wir erstmal mit der Klinge an, eine schöne, ja, zierliche dünne Klinge für einfache Arbeiten. Und hier hinten, ja, sagt man da Backlook, also einfach einen schönen Verschluss, der also das Ding dann feststehend macht. Und das finde ich halt immer gut, wenn da ein gewisser, einfach ein gewisser Schutz da ist, zum, ja, dass das Ding einem nicht in die Hand einklappt. Das ist nämlich eine richtig miese Geschichte. Ja, ist ein Taschenmesser mit einem schönen Sicherheitsverschluss hier oben. Holzspalten weiß ich jetzt nicht, würde ich vielleicht damit nicht, weil mir einfach die Klinge, ja, zu klein ist. Ist auch sicherlich dafür nicht gedacht und ist eine wunderbar schöne kleine spitze Klinge. Ja, ich habe heute mal ausnahmsweise keinen Zollstock dabei. Daten blende ich euch ein. Klingenstärke, ja, ist jetzt auf den ersten Blick, ich sag mal, angelehnt an die normalen Mercator Messer. Und wir haben jetzt hier einen wunderbar schönen, richtig runtergezogenen Flachschliff, also ein richtig schönes kleines scharfes Teilchen. Jetzt mal in der, ich habe jetzt hier die rostfreie Version, ob es eine Carbon-Version gibt, weiß ich nicht. Und das ist natürlich, und da kann ich auch so richtig schön mit schneiden und schnitzen, weil ich habe ja den Verschluss hier. Jetzt, wenn man hergeht und klappt das Ding dann ein, muss man den runterdrücken und der geht sehr, sehr streng. Also da muss man richtig, richtig feste drücken, dass der reingeht. Also wenn ich jetzt so mit dem Handballen, mit der Hand arbeite, schaffe ich es nicht, mit meinem, ja, Fleisch in der Hand dieses Ding reinzudrücken. Also der rührt sich nichts, ich muss den also wirklich runterdrücken. Und der geht richtig schwer. Also da, jetzt sieht man es, bam. Also wirklich auch schön bündig gemacht, der sitzt wirklich richtig gut dran. Jetzt, so, und so klappt man das ein. Für mich persönlich in dem Sinn jetzt kein Mangel an sich, dass der so schwer geht, weil für mich eher wieder ein Sicherheitsaspekt. Und hier haben wir ja so einen kleinen Schlitzschraubenzieher und einen Flaschenöffner und das passt eigentlich. Und das ist wirklich ein richtig ganz kleines, schönes, scharfes Taschenmesserchen. Also, da kann man richtig schön mit so Löckchen schnitzen. Und hier
Zack. Und der speist sich auch richtig rein. Ich hoffe jetzt mal, dass es dann auch noch diese Carbon-Version gibt. Da muss ich dann nochmal nachfragen. Oder das wird man dann schon noch erfahren, wenn das Ding auf den Markt kommt. Oder was noch verändert wird. Also macht richtig Spaß und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Brotzeitmesser. Eine richtig schön spitze Klinge vorne. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Haare finden. Ja, irgendwo zack. Also passt. Und da kann man also wirklich richtig schön mit feinen Arbeiten machen. Also richtig so kleines Schnitzmesser halt hier. Ich würde das Ding jetzt nie irgendwo reintremmeln und rumhebeln. Das ist ein Taschenmesser. Ich erlaube mir jetzt auch einfach mal den frechen Satz. Das ist auch kein Bushcraft-Taschenmesser, was jetzt irgendwelche Hebel- und Betoning-Arbeiten oder sonstiges aushält. Das ist ein ganz einfaches, kleines Taschenmesser für einen Hosensack, mit dem man, wenn man mit dem Messer richtig umgeht, und wirklich alles machen kann. Es gibt Messer, die feststehend sind, die sind für Aufgaben, die feststehend sind. Und es gibt Messer für andere Arbeiten, das ist dann sowas wie hier, also Taschenmesser. Und ja, ist auch auf den ersten Blick ganz klar ein Taschenmesser und das Teil will nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern nur in der Tasche. Ja, ich finde es absolut geil, also das ist wirklich der Hammer, was da die Firma Otter im Moment bringt und das Made in Germany, nichts Made in China und einfach, ja, das sind hier auch das Teil nicht kaputt zu kriegen, wenn man so ordentlich normal behandelt. Und das sind einfach so Sachen, die man vererbt, die Spaß machen, die ja wunderbar gearbeitet sind, aber auch hier wieder Handarbeit, keine CNC-Maschine. Und da haben wir es hier, Mercator Made in Germany oder Germany. Und ich sage, der Verschluss wirklich einfach genial gemacht. Also durch das normale Zusammendrücken klappt ihr das Ding nicht ein. Da muss man wirklich mit aller Kraft hier drauf drücken. Jetzt. Und der geht dann zack. Fertig. Und das ist natürlich schon einfach auch wieder super mitgedacht. Das Otter Mercator Mini gibt es dann natürlich auch bei mir. Ich finde es genial. Ganz, ganz tolles, cooles Teil. Schauen wir mal. Wäre vielleicht auch was. Schlüsselbund und da kommt es auch gleich ran. Also wirklich ein ganz, ganz wie sagt man da heute EDC oder halt dann der große Bruder. Ja, das war es erstmal noch ein paar Bilder. Vielen Dank, macht es gut, euer Weitläufer.